Hallo, hier bei Küken und damit recht herzlich willkommen auf meinem Roasting-Kanal und mal wieder zu einem Rosti-Pakt aus. Und zwar habe ich wieder mal Post bekommen. Ich war ganz überrascht. Da kam doch mal wieder ein Paketchen für mich. Paket, Leute. Und laut Absender ist das von Ferrero. Steht zumindest mal auf dem Absender. Was habe ich jetzt da schon oder gewonnen oder bekommen? I don't know. Wir machen es mal auf, ne? Ich freue mich, wer ist denn schon Weihnachten? Hat die Vorfreude. Soll einstimmen, ne? Für die festlichen Tage. Ah, jetzt bin ich aber mal gespannt, ne? Leute. Was mich da wieder erwartet. Ich da hochrutschen, ja. Guck mal nicht rein. Guck nicht rein. Ich guck nicht rein. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar gab es ja mal eine Zeit lang im Internet bei Penny so ein Gewinnspiel. Da konnte man am Glücksrad drehen und diverse Sachen gewinnen. Was habe ich natürlich gewonnen? Keep cool. Ein Trinkbecherle. Und zwar ist das die Penny DEL. Eishockey. Die sind anscheinend Sponsor der Eishockey-Liga Heiß auf Eis in Zusammenarbeit mit Kindern. Herzlichen Glückwunsch. Hurra! Deine Trinkflasche von Kinderriegel aus dem Penny und Ferrero-Gewinnspiel Heiß auf Eis ist da. Die hochwertige Trinkflasche ist perfekt für unterwegs. Dein Penny und Ferrero-Team wünscht dir viel Freude. Sonst ist nichts drin. Hätten ja jetzt noch was Süßes reinlegen können, oder? Aber finde ich cool, oder? Schönes Motiv hier, wo man ja kennt von der Kinderschokolade. Mit Schraubverschluss. Und dann so ein Stubbel. Ah, ist nicht schlecht, oder? Gerade mit diesem Schraubverschluss. Da kann man hier schön füllen. Nicht für kohlensäurehaltige Lebensmittel. Handwäsche wird empfohlen. Vor dem ersten Gebrauch bitte da drüben. I am organic. I am organic. Nice. Der Rusti hat halt mal wieder was gewonnen, ne? Ich mache ja immer jeden Tag bei vielen Gewinnspielen mit. Man hätte auch noch eine PlayStation 3, 5 gewinnen können. Habe ich natürlich leider nicht. Ich habe die Trinkflasche. Aber immerhin, oder? So, Trinkfläschchen ist auch noch was Feines. Ich weiß zwar nicht, für was ich das jetzt gebrauchen soll, weil ich mache ja keinen Sport oder so. Aber nice. Hättet ihr Verwendung dafür? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Packen wir das wieder zurück. In the Kondom, ne? Aber cool. Da lohnt sich wenigstens ab und zu mal beim Gewinnspiel mitzumachen. Tja, das war's schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr so eine Trinkflasche gebrauchen könnt. Ich meine, viele von euch werden auch pumpen oder so, ne, im Fitnessstudio. Und dann ist das schon eine coole Sache, ne? So ein Milch mitnehmen oder so. Who knows? I don't know. Und ansonsten. Warte mal aufs nächste Geschenk oder die nächste Surprise-Box zum Unboxing hier, ne? Und wir lassen uns überraschen. Ansonsten habt einen schönen Tag, macht's gut, bleibt brav und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Rosti packt aus. Thank you and goodbye and good night. Ciao.